Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren vollverpeilten Runde Avorion hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auch einen wunderschönen guten Tag an Lokallöchen. Einen wunderschönen. Digga, ich guck gerade hinten bei uns aus dem Fenster, es schneit immer mehr. Voll cool. Jo. Ich find's nicht so cool. Wieso? Weil ich morgen mit dem Bus fahren muss. Du musst ja morgen den ganzen Tag schneien. Ja, ich muss morgen eigentlich meine neue Brille abholen. Dann beobachte doch einfach munter das Schneetreiben dabei. Jo, wenn ich nicht in den Nord fahren müsste dafür. Was Besseres fällt mir gerade leider nicht ein als Kommentarlogie. Mir fällt gerade kein blöder Spruch ein, sonst hätte ich natürlich gerne eingebracht. Ja, weiß ich doch. So, ich versuche hier aber mal weiter fleißig die Wracks zu finden, die hier rumflatterten. In der Hoffnung, ich ziehe daraus noch ein paar Talas. Jo, ich bin hier und ziehe ein bisschen Titan ab. Ich bring's. Ich besorge einen zweiten Abwracklaser. Mach. Ich riskier's. Vielleicht bringt uns das ja ein bisschen nach vorne, indem wir Upgrades finden, weißt du? Ja. Da sehe ich auch schon das nächste Wrack. Perfekt. Vielleicht ist es ja so, dass uns das ein bisschen nach vorne katapultiert. Jetzt haben wir noch 827 Credits. Wann muss unser Schiff bezahlt werden und was kostet es? Unser Schiff muss bezahlt werden in 2 Stunden und kostet 1600 Credits. Okay, 2 Stunden. 2 Stunden, 11 Minuten. Kostet 2700. Autsch. Einfach mal, Autsch. So, aus Eisen wurde Titan als Panzerung. Und schwuppdiwuppdi haben wir das Ding auch drin. Perfekt. So, wo war das Wrack jetzt hier hin? Irgendwie Nordpol? Habe ich weggezaubert. It's magic. Oh, belastend. Ding ist, ich hatte es gerade eben tatsächlich noch gesehen. War hier irgendwo zwischen, glaube ich. Ja, dann suchen wir mal das Wrack. Irgendwo hier Richtung Asteroidenhaufen sind meistens noch ein paar Wracks. Ich hoffe, dass sie nicht alle so schnell despawnen. Weil das hier ja kein klassischer Server in dem Sinne ist, sondern ich hoste das Spiel ja, weißt du? Dann habe ich keine Ahnung, wie lange der Spaß stehen bleibt. Aber ich begebe mich todesmutig und tapfer auf die Suche. Wrack gefunden. Das sieht doch schon entspannter aus. Ist er hier? Auch noch ein Wrack oder was? Da sind sogar noch 2 Upgrades. Nice. Wer hat die denn hier vergessen? Nee, 2 Waffen. Alles, was man zu Geld machen kann, mitnehmen. Ja, wenn du vernünftige Maschinengeschütztürme hast, würde ich sie gerne nehmen, denn ich habe scheiß blöde Elektrotürme. Ich habe Standardgeschütztürme, Luki. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich. Nee, warte mal, ich habe einen Elektro. Ach, schon dann hat verkauft. Etwa jemand braucht das Geld. Piraten greifen den Sektor an. Perfekt. Ich muss ja nur einmal draufschießen können.
Nein. Wurde da jemand aus dem Leben genommen? Nein. Oder warst du zu langsam? Langsam. Ja. Ich wollte nur einmal kurz, weißt du, ich nur ein Schadenspünktchen draufgeben. Das hätte schon gereicht. Ja. Vielleicht sollte man dann in den Startsektor zurückspringen. Da sind die Verbündeten nicht ganz so stark. So, und hier ist viel Nebel. Sie schlichen das sich heißt, im Nebel an. Da versteckt sich doch irgendwas. Und gleich so Boss Fox. Juhu! Nee, hier sind freundliche Stationen. Aber Nebel und einige Asteroiden. Okay, der hatte schon mal nichts Brauchbares dabei. Ab zum nächsten. Ja, ich auch so. Ein Stahl erhalten. Aber ihn nicht. Wow. Fliegen wir doch noch mal ganz langsam durch diesen Asteroiden-Gürtel hier. Ich wollte gerade sagen Asteroidennebel, aber Vielleicht versteckt sich hier noch irgendwo ein Wrack oder so, wo man sagen kann, so, da knusper ich noch mal ein bisschen dran rum. Einfach noch mal ein bisschen am Wrack dran rumlutschen. Ja. Njam, 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 njam. Lecker Wrack zum Frühstück. Nein, nix. Oh, da hinten ist es. Da. Oh ja, da muss ich wieder hin. Lasst mich durch. Mir will ich bin durch. Mir will Spaß. Wo ist das Wrack jetzt hin? Da hinten. Ich wollte gerade sagen, Hier ist auch wieder nix. Toll. Und da war das Drum weg. Oh. Alter Finne. Hallo und herzlich willkommen. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich traf ihn irgendwo, mit Hirnen nirgendwo, den Luki. Ja. Oh, Luki, mach mir den Wookie. Schönes Ding, Digga, schönes Ding. Oh, da geht. Oh, da könnte ich meine ersten 1000 Titan aus den Wracks rauszubbeln hier. Alles klar, Han Solo. Han Solo ist auch geil. Ich finde nur gerade nichts, was zu Wookie passt. Ja, ja. Luki der Wookie. Blecki der Schlecki. Njam, 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 njam. Oha, ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel, ruckel. Bei mir nicht. Ja, bei mir gerade schon, aber hier ist auch nur ein Schrottplatz. Ach, deswegen ruckelige Rucklidel. Ah, komm, ich baue mal schnell nochmal hier ein bisschen Frachtraum oben drauf. Ich ahne das schon.
Bomb. Als hätte ich es geahnt. 1600, jawohl. Kann ich das Ding hier nicht irgendwie andocken und mit mir mitschleppen? Gibt es hier überhaupt schon einen Dock? Titan-Dock, Tatsache. Ich hab auch Eisendock. Kann ich denn... Oh Gott, ist der teuer. Ha! Das geht? Es geht ja wirklich. Oh, da wollte ich zu viel. Das Inhalt ist nicht voll genug bekommen. Bescheuert. Ich habe mit meinem Mini-Furzschiff mir jetzt einfach dieses Riesenwrack geschnappt und versucht mir das jetzt zum Dings hinzuschleppen. Zum Ressourcendepot, einfach nur damit der Weg nicht so weit ist. Das läuft, würde ich sagen. Bergab und rückwärts, aber läuft. Es läuft aber sowas von. Ein Bremsschub ist ziemlich gering. Ach, wirklich? Aber was das Schöne ist? Na? Du musst ja nur hochlenken und dann haut ja das Wrack gegen die Station und du hast keinen Schaden. Eigentlich. Ich drück einfach rechtzeitig die C-Taste, damit das Wrack abkoppelt und fliegt einfach nach oben an der Station vorbei. Kannst du die Station aus dem Leben hauen? Yeah, Entschuldigung. Sie haben da ein Loch im Fenster. Was für ein Fenster? Sie haben da so Wrack im Gesicht. Ist das modern? Sitzt du da nichts an beim Fernsehen gucken, Alter? Auf einmal ballert dir der Fernseher auf dem Welt, aus der Station raus. Stattdessen steht da so ein Wrack so. Moin. Stell dir mal vor, du hast ja einen großen Asteroiden mit. Achtung, Steinschlag. Naja, Kollisionsschaden ist an, ne? Ja, deswegen. Vorsicht, Steinschlag. Das bringt mich ja schon wieder auf eine gute Idee. War das jetzt schon wieder vor? Nee, im späteren Verlauf, es ist ja Kollisionsschaden an. Da schnappen wir uns einfach irgendwelche dicken, fetten Asteroiden und wenn das eine Station im Weg ist, dann bewerfen sie einfach mit Stein. Ich wollte schon immer mal einen Stein schmeißen. Also diese kleinen Steinschmeißer hier schon wieder. Schlimm, ne? Da ist die Nordtribüne. Ey, die werfen wenigstens nicht mit Asteroiden. Nee, die schmeißen gleich ganze Häuser. Du, Asteroiden sind größer wie Häuser. Kommt auf die Variation eines Hauses an. Ich meine, ich kann ja auch höher als ein Haus springen. Kopfkino. Wie für Kopfkino? Naja, steht da dann in Hamburg im Miniaturwunderland und jumpt da erstmal auf die Gleise. Ich hab's geschafft. Wieso? Geh vor die Haus. Ich wette, selbst du kannst höher als dein Haus springen. Hä? Geh für die Tür, spring und guck, wie weit und wie hoch das Hochhaus kommt. Ah. Jetzt habe ich ihn kapiert. Ja. Den Witz verstehen auch nur Leute, die ab IQ 5, ne? Ja, Logia. Also, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ja.
Genau, du bist da fleißig am abwrecken. Am abschleppen. Ja. Mit Erfolg? Ich näher mich der Station, sagen wir es mal so. Höchstgeschwindigkeit so um die 300 Kilometer die Stunde, dann ist meine Energie weg. Im Moment. Ja, ich hüpfe durch die Gegend und suche allgemein interessante Sachen. Oh, Glück gehabt. Und? Ich habe das Steng dagegen geworfen. Die Beziehung zur Fraktion haben sich um 2 verschlechtert. Das hat gerade meinen ganzen Plan über den Haufen geworfen. Ja. Sehr froh, dass sie jetzt nicht feindlich gesinnt sind. Stell dir mal vor, ich hätte wirklich mal eine große Station dagegen geschubst. Du bricht dir direkt der Krieg aus, ne? Ja, du stehst dann mit deinem kleinen Schiff und denkst dir so... Mami! Hallo, geht's jetzt langsam los da? Mein Laser schubst die Dings durch die Galaxie. Die Wracks. Ja. Zum Thema Steineschmeißer, da hab ich hier viel. Ich meine, hätte ich das alte Schiff behalten, was ich vorhin hatte, wäre ich am A. Arsch. Richtig, weil ich stehe nämlich genau mittendrin. Also links, rechts drehen ist nicht. Soll ja auch nicht zu langweilig werden. Gems! Und jetzt sagen wir, wenn es langweilig wird, nehmen wir einfach eine Gesangseinlage von dir. Aber dann gehen uns die Zuschauer flöten. Okay, krieg direkt einen Permaban, meinst du? Ja. War leider nicht mehr zu. Nee. Alter. Irgendwann klatsche ich noch gegen die Station. Ich sehe das schon kommen. Autsch. Hier raus manövrieren. Ja, das muss man. Es muss mal sein. Oha, ein langer Ladebildschirm. Ah, ein Schiff fährt, okay. Darfst du denn da auch in die Werft schiffen? Ich schiff dir gleich mal ganz woanders hin, mein Freund. Ich hoffe, dass deine Tür gleich nicht gefriert. Roster ist für alle da. Ja, die beste Mordwaffe, Eiszapfen. Eiszapfen, ganz klare Sache. Ganz einfach im Thermobecher überall mit hinnehmen. Stehst du da vor dem Abfall? Moment. Dauert noch eine Sekunde. Ich krieg den Thermobecher nicht auf. Ja. Können Sie mir mal helfen? Ja gut, aber zu dem Zeitpunkt weiß das Opfer ja noch nicht, dass das Opfer ist. Wollen Sie ein Tässchen Tee? Schön warm. Und was ist mit Tee? Rache wird eiskalt serviert. Alles klar, Center.
So, Ausrüstungsstock, Ausrüstung, handeln, Güter verkaufen. Oh. Ihre Beziehung ist zu schlecht. Nee, nee. Das wäre lustig geworden, wenn es diese zwei Punkte gewesen wären. Beziehung muss man mit Herz führen. Was für ein Herz. So, gammelt hier irgendwo noch ein anderes Wrack rum? Oder können hier mal wieder Piraten hier reinhüpfen? Sonst hatten wir beim letzten Mal noch immer alle 5 Sekunden Piratenangriffe hier. Ja. Oh, denk dran, wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Ah. Oh, ich habe hier jetzt ein paar Wracks. Die Xoten haben ein paar auf die Mütze bekommen. Piraten greifen den Sektor an. Perfekt. Passt. So, Freunde, wo seid ihr da? Was hat denn dieses Maschinengewehr für eine Reichweite, sag mal? Anscheinend keine große. 3,6 Kilometer. Hm. Niedlich. Was soll ich denn mit 3,6 Kilometer Reichweite für ein... Ach, du ahnst das nicht. Da müssen wir schon direkt neben mir auftauchen, damit ich überhaupt was machen kann an Schaden. Einmal auf Kuschelkurs, ne? Definitiv. Naja, wenigstens habe ich das Wrack erfolgreich auseinandergefressen. So, da ist ein Eisenklumpen. Was seid ihr hier? Nichts. So, haben wir noch einen Wrack in der Nähe? Nö. Seid ihr bereit, Party? Uns, uns, uns. Oh, ne. 100 Kilometer, nö. Da fliege ich jetzt nicht hin. Nur für ein bisschen Eisen. Bin ich zu faul für. Ach, schade, hätte klappen können. Wir starten alleine irgendwo in der Breite. Sowieso. Ja, liebe Freunde, aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 24 Minuten angekommen. Oh, Mann, du. Das geht aber ganz schön schnell. Ja. Ihr Lieben, wie immer, ganz kurz und ganz schmerzlos. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen und ihr Bock habt, uns so ein bisschen zu unterstützen, kostenlos natürlich, dann wäre das mega nice, wenn ihr uns gerne einen Daumen nach oben lasst, einen Kommentar da lasst. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Blödsinn von uns verpasst. Genau, und Abo, auch immer gerne gesehen. Ja. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wie immer, ganz kurz, ganz schmerzlos, haut rein, bis zur nächsten Folge und tschüss. Auf Wiedersehen.